Und da ist auch wieder zurück zu Let's Play Singularity. In mittlerweile dem dritten Zeitabschnitt sozusagen. Im dritten parallelen Universum, jetzt haben wir es. Oder im zweiten parallelen, wenn man das die normale nicht mitzählt. Und wir sind auf dem Weg zu Professor oder Dr. Barisov. Huch, was ist das? Ist hier irgendwas? Nein? Gut. Okay, hier scheint irgendwas noch nicht ganz so richtig zu funktionieren können sein. Gut, also damit geht schon mal nicht. Ha! Der richtige Riecher, würde ich sagen. So, da kommen wir nämlich auch ohne Schaden hier durch. Die Dinger kennen wir ja noch. Achso. Jetzt sollten Sie den Hof sehen, den Sie überqueren müssen. Ja, sehe ich. Und ich höre auch etwas. Unser alter Freund aus der letzten Folge. Ich nenne ihn jetzt einfach mal den Oger. Da brauche ich nicht ran. Wurde mir Gegner angezeigt. Der Helikopter. Kämpfen jetzt gegen zwei? Große, dicke, fette Gegner. Wir haben den Amerikaner immer noch nicht gefunden, aber er muss noch auf der Insel sein. Meine Männer werden weitersuchen. Vielleicht weiß Dr. Barisov mehr, als er sagt. Dr. Dimitschew? Ist das eine uralte? Ja. Na klar. Ich wollte gerade sagen, hä? Lebt er noch? Aber glaube ich nicht. Tschüss. Ach so. Was haben wir denn da? Renko, who is this man? Wer ist dieser Mann? Woher kommt er? Zukunft Amerikaner Technologie. Was? Technology Institute. Ja, ich schätze mal, da geht es um ZMG. Gehe ich jetzt einfach mal davon aus. Ach, ich lade mal nach. Das sind, glaube ich, Schaltpläne, von denen ich nicht allzu viel Ahnung habe. In technischer Informatik bin ich da immer. Habe ich immer mit den Problemen gehabt. Technische Informatik in Physik der Übertragungsmedien. Ach, das war lustig. Das Fach, was ich überhaupt nicht konnte. Hier sollen wir lang, glaube ich. Ich gucke mich erstmal nochmal kurz oben um. Gott, das Vieh. Ich freue mich ja jetzt schon drauf. Noch eine Notiz. 28. Februar 1953. Ich wünsche, Dr. Dimitschew würde mich nach Hause gehen lassen. Ich fühle mich heute nicht sehr gut. Wer ist... Was? Achso, wo ist mein Eimer? Oh, der hat wahrscheinlich auch von der Milch getrunken. Das kennen wir ja schon vom Schulgebäude. Gut. Hier haben wir alles. Dann geht's runter. Stellen wir uns den dicken, dicken Oger. Ja, stimmt ja. So. Liegt hier was drunter? Nein. What? Und er kann sich auch noch teleportieren?
mich verarschen? Na klasse. Ah, da komme ich gar nicht hin. So, mal gucken, was es hier drin noch gibt, weil hier kommen wir auf Garanti nicht wieder hin. Eine Notiz. Ich habe neue Pläne gezeichnet für eine Kammer, um das ZNG zu sichern. Der Bau wird eine... wird ein großes Unterfangen, sodass es schwer sein wird, ihn geheim zu halten. Wen kann ich genau vertrauen? Was? Um mir beim Bau zu helfen? Dr. Viktor Bravisov. Ach ja, genau. Das Ding hier, wo das ZMG drin ist. Was? Ach Gott. Endgame. Catherine, Endgame, Dimitchev, Feder, Element E99. Da hat sich auf jeden Fall jemand ausgelebt. Was ist das? Würde mich mal interessieren, auch wo das herkommt. Muss ja irgendjemand gezeichnet haben. Will uns da jemand etwas sagen? Vielleicht ist ja Dimitchev. Vielleicht hat er doch überlebt und will uns jetzt. Und ist jetzt gut und wer weiß. Irgendwie so. Da geht's um Mutationen, ne? Schätze mal. Und noch eine Nachricht. Ich habe gerade entdeckt, dass Dr. Dimitchev im Geheimen mit der. Was mit den menschlichen Experimenten weitergemacht hat, obwohl sie ausgesetzt werden sollten. Ich muss das Dr. Bravisov sagen. Er wird nicht begeistert sein. Ja, das ist richtig. Huch. Das war er auch nicht. Und das zu Recht. Ach so, Waschbecken. Das nehmen wir uns natürlich mit. Haben wir gerade eine gelangt bekommen von dem Dicken. Und wieder eine Nachricht. An das gesamte Personal. Wir vermissen einige Ausgaben von Propaganda heute. Wenn Sie Material aus dem Dokumentenraum entfernen, bringen Sie es zurück, sobald Sie fertig sind. Lassen Sie es nicht in der... Was? In den Wäscheräumen zurück. Propaganda-Offizier Yukov. Ah ja. Ich mag die, diese kleinen Nachrichten. Die hauchen dem Ganzen noch ein bisschen Leben ein. Propaganda-Offizier Yukov. Wie ich gehört habe, verbringt Dr. Bravisov viel Zeit dort unten. Woran forscht er? Behalten Sie ihn im Auge und berichten Sie mir über etwaige verdächtiges Verhalten, Dr. Dimitchev. Manchmal hängt. Häufiger hängt es. Mir 12 ist. Falsch. Ah, irrt sich. So. Ja. Wer weiß. Ich weiß jetzt auch nicht wirklich viel über mir 12, außer dass sie mich als Propheten sozusagen sehen. Ob man da noch was erfährt? Meine Teleportationsexperimente verlaufen wie geplant. Der erste Schritt ist geschafft und ich habe herausgefunden, wie man ein Objekt so verändert, dass es außer Phase mit unserer Zeit ist. Leider ist es ein größeres Problem, das Objekt zu finden, nachdem es verschoben wurde. Aber ich habe das Chronolicht gebaut, um dieses Problem zu beheben. In diesem Test wird ein Objekt in eine andere Dimension verschoben und dadurch unsichtbar. Mit Hilfe des Chronolichts ist das Objekt jetzt zu sehen. Es kann verschobene Objekte auch in unsere Zeit zurückholen. Das Chronolicht ist ein wichtiger Schritt. Sobald es verkleinert ist, wird meine Teleportationsforschung davon unglaublich profitieren. Ein Hoch auf die Taten von Lenin und Stalin. Ah ja. Und ich schätze mal, das bekommen wir auch noch. Ich hoffe es doch. Ja, ganz cool. Ich muss auch sagen, das Spiel gefällt mir wirklich ausnehmend gut. Ich mag die Story.
Und alles, was... Also, die Art und Weise, wie das umgesetzt wurde, ist echt cool. Ich hoffe, es bleibt auch so und wird jetzt nicht zum Ende hin dann noch ein Reinfall. Gut. Dicker Ogre, wir hatten da ja noch was vor, ne? Huch. E99 Technologie, hier hinten gibt's nix. Und hier sind noch irgendwelche Soldaten. Nachdem der Ogre hier durchgeknallt ist. Wo sind die? Ach. Ey, manchmal muss er blind sein. Ja. Granaten sollte man ausweichen. Ja, ich schicke Deutsche. Das sagen die irgendwie immer, ne? So, das wird ein bisschen leichter werden. Edgebatch. Schick doch deine Deutschen. Ach ja. Wo sind die anderen? Du schickst Deutsche? Ja? Ach. So, noch jemand? Ich hoffe jetzt mal nicht. Dann erstmal wieder auf meine schöne Walküre wechseln. Ne? Ich liebe es, wenn man als Deutscher also diese russischen Kommentare dann immer dazu hört. Denkst du wirklich immer, die sagen, ich schicke Deutsche? Oder? Hört ihr da was anderes? Kann ja sein, dass es an mir liegt, aber... Ich glaube, hoffe, denke nicht. Ich glaube, ist der Weg, den wir gehen sollen. Aber hier oben ist ja auch noch ein bisschen was. Achso. Nee, hier ist dann doch nicht wirklich was. Halt. Eine Bioformel. Energie geladen. Erhöht die maximale ZMG-Energie. Yeah. Ups, schön hoch. Und weiter geht's. So, kurz nachladen. Das nehmen wir mal mit. Sollen wir da rein? Nee, oder? Glaube ich nicht. Ich muss ehrlich sein, die Rätsel sind ziemlich simpel. So. Kommen wir denn da auch drüber? Ich hoffe doch. Ja, sollen wir drüber kommen. Hui! Ja, Medikit können wir mal eins mitnehmen. Haben wir ein paar davon dabei. Und eine weitere Not. Oh Gott. An Oberst Ivano. Waffenabteilung von Unteroffizier Schertok. Also, Schertok, Basissicherheit. Oberst Ivanov. Ich bedauere Ihnen mitteilen zu müssen, dass Dr. Corking, der Leiter der Teleportationsforschungsteams, gestern Nacht ermordet in seinem Apartment aufgefunden wurde. Ich frage mich nur, wie der Angreifer in den Raum gelangen konnte. Alle Türen und Fenster waren von innen vernagelt. Wir mussten die Türen einreißen, um hineinzukommen, um hineinzugelangen. Ich halte sie auf dem Laufenden, sollten wir neue Informationen geben. Ja, ja. Brauchen wir nicht. Also ich entschuldige mich hier nochmal für meine Vorlesekünste. Lesen kann ich ja, aber Vorlesen ist mein
Kleines Problem, maximale Zellenhammer, okay, alles voll, alles voll. Vertrauen Sie Barisov nicht. Ja, das habe ich irgendwie schon erwartet, dass das kommt. Achso. So, da komme ich nicht ran. Ah. Gut, den brauchen wir also nochmal. Ne? Komm durch. Und ab damit. Wir sollen ihm nicht vertrauen. Jetzt bin ich wirklich der festen Überzeugung, dass das Demichev hier schreibt, der eventuell da was von der Forschung für sich abgezweigt hat. Oder, also, auch ein ZMG vielleicht hat und damit uns hinterhergereist ist. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich bin mir jetzt auch gerade nicht sicher, wo wir hier hin sollen. Cool. Nee, das wollte ich jetzt nicht. Aber es scheint richtig zu sein. Ach, scheiße, er lebt ja sogar noch. Ach nee, das ist eine Kampfarena. Ja. Alte Schwerkraft, das ist ja so. Au. Ah, mein Freund. Na, wie geht's dir? Jetzt hat er ein Problem. Was war das? Ach, da ist Digga schon wieder. Also. Boah. Ich hab den Punkt doch gesehen, da. Komm, Fettklops! Den fand ich grad super. Wow. Haus drin, mein Freund. Tschüss. Dieses Vieh. Aber war doch... Ja. War doch recht einfach, muss ich sagen. Kein schwerer Boss.
Ach, die kennen wir doch. Haben wir schon in einer anderen Zeitlinie getroffen. Shane! Also die Menschen haben wohl wirklich ein Schicksal, wenn man hier nachgeht. Los jetzt! Verschlossen! Natürlich! Halten Sie sie eine Weile... Verdammt! Gleich habe ich es! Es ist offen! Los jetzt, Franco! Und du kannst dich da runterrollen, ich kann das nicht. Hilfe! Ja, gleich. Freundchen. Na, mit den Fässern sollte ich ein bisschen aufpassen. Ich versuche uns hier gerade so ein bisschen den Arsch frei zu halten. Wo ist sie hin? Ach da. Eigentlich kann ich die nicht treffen. Sofort. Erstmal ein bisschen was einsammeln hier. Hallo? So, erstmal umhauen. Und hier vorne mal reingucken. Ja, ich komme ja schon, Mutti. Lalala. Kann ich gar nicht benutzen. Der Zaun ist aktiviert. Bereit für den Aufzug. Schon unterwegs. Ja, da hatten wir mal wirklich mal ein bisschen Action. Der Strom ist weg. Branko, wir müssen sie abhalten, bis Baris auf den Strom wiederherstellt. Natürlich, natürlich. Die Generatoren fahren hoch. Branko, benutzen Sie das ZNG, um die Energieverbindungen am Zaun zu erneuern. Das müsste uns Zeit verschaffen. Na dann, hops, hops. Ah, ging ein bisschen fest. Warte mal. Ach so. Und brutzeln. Ich hab lecker Grillfleisch gepackt. Sorry, dass ich gerade ein bisschen still bin, aber ich muss mich hier auch ein bisschen konzentrieren. Er krabbelt einfach weiter da hoch. Dann jetzt nochmal. Hier nochmal. Alter. Ich wollte es gerade sagen, er könnte sich mal erstmal beeilen. Ich habe ihn eben repariert. Der Aufzug müsste gleich da sein. Ja, dann hopp, hopp. Hier lang, Renko! Ihn doch. Juli, und dann verabschiede ich mich erstmal schnell von dieser Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen.
Und bis zur nächsten. Danke, ciao.